Ja, in diesem Video stelle ich euch heute eine Mini-Kamera vor, wozu man die alles nutzen kann. Das bleibt eurer Fantasie überlassen. Ja, das waren zunächst einige Impressionen, jetzt die technischen Daten. Da ist hervorzuheben eine Videoauflösung im HD-Format. Wir haben eine Bewegungserkennung, wir haben einen internen Akku 180 mAh, das reicht für eine Stunde. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, einen USB-Anschluss zu nutzen. Jetzt zunächst das Auspacken, das ist relativ lieblos verpackt, wieder mit einer zusätzlichen Plastik versehen, hier in die Kiste hineingeschmissen, kann man bald sagen, und das ist das, was aus dieser Kiste entnehmbar ist. Das sind alle notwendigen Dinge, neben der Kamera natürlich auch ein paar Möglichkeiten der Halterung. Das ist eine von den Möglichkeiten, da muss das Ding angeklebt werden. Das ist ein proprietäres USB-Kabel, das gefällt mir schon erstmal gar nicht. Das ist ein zusätzlicher Adapter, liebe Freunde. Den könnt ihr nutzen, um die eingelegte MicroSD-Karte an den PC zu bringen. Aber das geht auch über das USB-Kabel problemlos. Es ist eine zusätzliche Befestigung, auf deren Seite sich eine Metallplatte befindet. Das heißt also, die Kamera hat einen Magnet und dann bleibt die Kamera haften. Damit könnt ihr die Kamera klemmen und an irgendetwas anzwicken, zum Beispiel an das Quer. Hier ein Reset-Knopf und natürlich die Kamera selbst, liebe Freunde. Die ist mini, mini, mini klein mit diesen LED, Infrarot-LED-Lichtern auch in der Nacht benutzbar. Das ist die Kamera, die sitzt in der Mitte. Das sind die beiden Bedienelemente, mit deren Hilfe man verschiedene Dinge konfigurieren kann. Man kann also Videoaufnahmen, Bilder und Bewegungsalarm einstellen. Die beiden Öffnungen, das ist eine für die LED und für das Mikrofon über die beiden Schalter und die LEDs werdet ihr dann konfigurieren können. Ja, das ist natürlich erklärlich. Das ist dieser proprietäre USB-Anschluss und natürlich auch ein Micro-SD-Kartenschacht. Die hat ja die Möglichkeit, diese Bilder und Videos dann dort abzulegen. Hier noch einmal beschriftet und nicht zu übersehen auch eine kleine Öffnung für ein Reset, der am Anfang schon notwendig gewesen war. Mithilfe dieser beiden Knöpfe und der LED könnt ihr dann verschiedene Modis einstellen. Die sind in der Bedienungsanleitung beschrieben. Hier nochmal kurz aufgelistet, was ihr steuern könnt. Die Bedienungsanleitung in Deutsch ist, liebe Freunde, die ist eher nicht zu gebrauchen. Macht's in Englisch, dann könnt ihr wenigstens etwas entnehmen. Ja, das sind die Aufnahmen, die ich gemacht habe. Das sind natürlich keine Aufnahmen, liebe Freunde, für das Fotoalbum. Das sind Aufnahmen, die einer Überwachungskamera sehr ähneln. Die Auflösung ist ausreichend für Überwachungszwecke, aber eben nicht fürs Fotoalbum. Natürlich zeige ich euch auch ein kleines Beispiel, wie man den Schalter ab, also den Timestamp abschalten kann. Da gibt es eine Textdatei, die müsst ihr einfach konfigurieren, editieren auf der MicroSD-Karte. Das sind die Nachtbilder, eins davon jedenfalls, und das ist der Bewegungsalarm, der im Anschluss an einen vorhergehenden Zyklus hier durch die Bewegung im Bild ausgelöst worden. Liebe Freunde, das ist es gewesen. Ich fasse natürlich wie immer am Schluss zusammen, was hat mir besonders gut gefallen, was hat mir eher nicht so gefallen. Ja, sie ist klein, leicht, unauffällig anbringbar mit flexiblen Möglichkeiten. Eine Bewegungserkennung ist möglich, das ist schon ein großer Vorteil. Was hat mir natürlich überhaupt nicht gefallen, das ist dieses USB-Kabel. Das ist weder ein Mikro noch ein Mini-Kabel, das ist ein eigenes Kabel. Und mir hat natürlich also diese miserabel übersetzte Bedienungsanleitung überhaupt nicht gefallen. Also nehmt die englische, dann kommt ihr damit klar. Danke für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal und bei der Spionage viel Spaß. Ciao!